Ja, grüß Gott wieder einmal zu einem neuen Video, gell, aus dem Kronvalley. Aber deri miteinander. So, letztes Mal Birken geschnitten und jetzt geht's weiter. Drei Birken aufgeschnitten, jawohl, wunderbar. Und jetzt geht's weiter mit der Kirsche. Das ist eine wilde Kirsche. Ja, Durchmesser ist nicht allzu voll. Schaut euch das an. Ist nicht allzu voll. Aber das macht gar nichts. Ne? Weil da freue ich mich, weil Kirschen, das sind allebei Überraschungsbaum. Das ist nämlich eine ganz besondere Kirsche. Das ist von meiner Tante, von der Marianne. Marianne, aber der ist Servus. Ja, nochmal, schaust auch allebei zu, freut mich sakrisch. Mensch, nehmen auf, hast schon vor einer Zeit da lassen. Habe ihn ein bisschen liegen lassen, hat allebei keine Zeit gehabt. Aber jetzt geht's auf, jetzt reißt man auf, auf sich. Dann reißen wir auf und schauen wir, was drin ist. Du bist auch schon gespannt, ich bin auch gespannt. Jawohl, ich rede nicht lange umeinander. Zimt mir auf. Vatikanesel habe ich auch da. Vatikanesel. New Holland. 56-66S. Echt Italiener. Ja? Im Weinbau wird er oft hergenommen. Und bei der See. In Kronvalley natürlich ideal für Zech. Zack! Ja. Also, da würde ich sagen, legen wir ihn auf, fahren wir rein und dann melden wir wieder zurück, wenn ich ihn umhau auf der See. So, die Süßkirsche ist geschnitten von der Marianne. Nochmal vielen Dank, Marianne, für das wunderbare Stempel. Das hat mir eine gescheite Freude gemacht. Gerochen hat es auch gut. Ach, wie ein Kirschtee. Viel besser noch wie ein Kirschtee. Ich habe schon mal eine Kirschen geschnitten von uns. Direkt eine Wildkirschen, eine Weichselkirsche vom Holztrassen. Die hat schon gut gerochen, aber deine, die war nochmal süßer. Ich meine, allerweil, das ist aber eine süße Kirsche oder was. Oder wie sagt man dazu? So ein guter Geruch, du. Der Kirschtee ist ein Scheißdreck dagegen, wenn ich es bald sagen darf. Jawohl. Du, einmal frei, vielen Dank nochmal, gell. Und wenn wer von euch irgendwelche Stempel hat, wunderbare, ganz besondere, wie ein Kirsch, was er hat, ein Zwischenbaum, ist wurscht was. Sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare rein, dann schneiden wir auf, wurscht wie lang, wurscht wie groß, weil das ist eine wahre Freude. Ich habe es wieder gesehen, der Kirsch, ein mordskleines Stempel, aber das hat sich gelohnt. Das geht es nicht darum, Mords voll Wasser zu bringen, da geht es um Freude. Da geht es einfach, da geht mir das Herz auf, weißt du, bei sowas. So, erstens einmal der Geruch, das ist ja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Ihr wisst, was ich meine. Der Geruch, und da wenn du noch eine Maserung hast, dass der Daumen aufging, oder? da braucht doch nichts mehr. Das ist das Schönste, was es gibt. Jawohl, die Kirschen ist geschnitten. Jetzt tue ich weiter. Weil lang ist noch nicht Nacht. Die Sonne steht schon. Aber die brennt schon runter, du. Aber da geht noch was. Ja? Seid gespannt im nächsten Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch wie alle meine Videos gefallen, ja? Bewertet es positiv und da würde ich mich sakrisch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst.
dann seht ihr das nächste Video, weil da kriegt ihr automatische Benachrichtigung. Und bei mir kommen ein paar Abonnenten dazu. Und da gewinnt doch jeder, oder? Gewinnt es hier, wenn es wieder was zum Amüsieren hat, wenn mich alle schint. Und ich habe ein paar neue Abonnenten. Ja, war doch eine saubere Sache. Win-Win-Situation, sagt man da neudeutsch, gell? Aber ich sag wiederum, merci. Bis zum nächsten Mal aus dem Grandvalley. Jawohl, wir sind wieder angreifbar, gell? Aber ihr Servus. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freit. Hollaria, hollaria, hollaro.